Hallihallo, Grindhouse Gaming hier, nächste Folge Dave the Diver. Wie ich auch schon in Medieval Dynasty angekündigt habe, wie man sieht, ich habe einen neuen Hintergrund, ich bin umgezogen. Die Gründe dafür lassen wir mal offen. Die muss man nicht an die große Glocke hängen. Wir hüpfen gleich rein, wir gehen wieder auf Tauchstation. Wir haben letztes Mal diese komischen Power Gloves, also diese Power Handschuhe bekommen, mit denen wir jetzt endlich da den Weg frei machen können. Ja, gucken wir mal, wie das wird, ob das was wird. Und das Essen für Maki müssen wir auch noch servieren. Was wollte denn die Maki eigentlich noch mal essen? Eigenartiges Mädchen, das Ganze. Sie sollte zuerst weiße Pferdemakrele mit Seetang und Sojasauce. Genau, die Pferdemakrele. Ja, da war ja was. Gut, ich muss aber erst noch mal gucken, was jetzt kommt. Eine Zwischensequenz wieder. Da dröhnt der Buckelwall durch. Hallöchen. Nee, der dröhnt nicht durch, der will was von mir, oder? Was will er denn? Ich hab's so laut auf den Ohren hier, Mensch. So ist besser. Ich glaube, er will mir etwas mitteilen. Ich sollte seine Schreie aufzeichnen und Ellie dazu befragen. Herr, hätte ich auch gesagt. Mal gucken, was der von uns will. Weg ist er. Ich bin auch weg. Ja, ich muss noch mal genau gucken, wo die Zufahrtsstraße genau war. Da unten wird es mir, glaube ich, angezeigt. Das ist ja schön. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Pferdemakrele aussieht. Deswegen werde ich jetzt mal irgendwelche Fische jagen, von denen ich nicht genau weiß, was das sind. Ein Meerpfau. Das ist keine Makrele. Langflosse-Fledermausfisch. Gut. Ihr Knilche könnt gern mitkommen. Habe ich nichts dagegen. Autsch. Frechheit. Also wirklich. Was die sich da teilweise rausnehmen. Also wirklich. Also echt, also Frechheit, also wirklich, also echt. Entschuldigung, ich höre auf. So, oh. Ja gut, da ist auch ein Ding drüber. Aua, blöder Barracuda, hör auf. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe wichtiges Business zu erledigen, der Herr. Die Pferdemakrele. Seetang müsste ich eigentlich haben und Sojasauce eigentlich auch. Das heißt, mit der Pferdemakrele jetzt dürften wir es hinkriegen, das Gericht für die zu kochen, für die, ich habe schon ihren Namen vergessen. Achso, da stand hier drin, ne? Serviere das Essen, das Maki wünscht. Maki, Für Maki also. Ist in Ordnung, werden wir irgendwie hinkriegen. Aber jetzt gehen wir erstmal ein bisschen weiter tauchen hier und gucken, dass wir den Gustls vom Seevolk da unten helfen. Irgendwie kriegen wir schon hin. Hoffe ich. Hoffe ich ganz stark. Ich sollte vielleicht ein bisschen aufpassen mit meinem Sauerstoff. So. Ja, Pufferfisch, ich mach dir nichts. Oh Gott. Nee, du lass mich mal in Ruhe. Da habe ich jetzt keine Zeit für. Da habe ich jetzt gar keine Zeit für. Das ist schon ziemlich weit unten wieder. 70 Meter. Oh nee, da ist wieder so eine Nervensäge. Oh, hier ist Sauerstoff. Das ist sehr gut. Können wir definitiv brauchen. Hier rein wahrscheinlich. Ach nee, ich brauche. Oh nö, ich brauche wieder ein Licht. Ich brauche ein Licht. Meistens oder immer in der ersten Truhe, die man hier unten findet. Ja, perfekto. Heben wir auf das Ding. Dann brauchen wir. Das nehmen wir auch noch alles mit. Jo, dann gucken wir mal, dass wir das hinkriegen. Ich will unbedingt wissen, wie die Story weitergeht hier. Bin gespannt wie Flitzeboge, ich sag's euch. So, reicht mir das Licht, um durchzukommen? Vielleicht, vielleicht. Ganz knapp reicht es nicht. Ja, dann müssen wir noch mal hier ein bisschen warten. Jetzt weg mit dir. Ich muss hier durch. Das war knapp. Das war jetzt echt knapp. Das ist ein Gotteslachs. Sieht aus wie ein Sonnenbarsch. Ich habe noch nie einen gesehen. Vielleicht sollte ich ein Bild als Andenken aufnehmen. Jo, hätte ich auch gesagt. Hämmern wir mal raus, das Ding. Jesus Gott, Neustart. Ich habe schon wieder vergessen, wie man fotografiert. Ist doch gut, ne? Na toll. Ist jetzt vorbei? Ne, da ist einer. Tschüss. Jesus Gott. Huh. Fange zwei Gotteslachse auf einmal. Bild gespeichert. Ja, immerhin haben wir als Eindruck. Da kommt der andere wieder. Toll. Sehr schön. Und was kommt jetzt? Hä? Bewegt sich dieser Felshaufen etwa? Hab ich auch gesehen.
Dave, pass auf. Das ist gefährlich. Oh, ach, der schon wieder. Oh nö. Die kleine Nervensäge. Ja, vielen Dank. Also wirklich. Der hat Manieren. Ja. Oh nein. Es ist der Tintenfisch von neulich. Er versprüht schon wieder Tinte. Diesmal lasse ich dich nicht entkommen. Warte nur. Dir gib ich bös. Die Rückkehr des Tintenfischs. Der Auftrag aktualisiert. Die Rückkehr des Tintenfischs. Achso. Achso, stopp. Ich habe jetzt meine super tollen, mega geilen Handschuhe. Mit denen lassen wir hier mal ein Steinchen drauf ploppen. Bumm. Kaputt. Oder noch nicht kaputt. Noch einer oder was? Hä, okay. Hätte ich vielleicht von weiter oben werfen sollen? Oder muss ich doch zweimal werfen? Oder vielleicht dreimal sogar? Nee, ist offen. Sehr gut, der Weg ist frei. Warte nur, Tintenfisch. Folge dem Tintenfisch. Ja, ich probier's. Mal gucken. Hey, wie kannst du es wagen, zweimal Tinte zu versprühen? Damit kommst du nicht davon. Banjo macht Takoyaki aus dir. Okay. Ja. Droh ihm gleich so, das wird auf jeden Fall gut gehen. Haut er jetzt schon wieder ab? Nö. Ah, er hat was gedroppt und er haut doch ab. Nee, er hat ein Ding aufgemacht. Er hat eine Öffnung geöffnet. Ah, er ist wieder entkommen. Er ist wirklich sehr schnell. Ja, aber er hat was gedroppt. Hm, er hat wieder etwas fallen lassen. Hm, er lässt jedes Mal was fallen. Vielleicht ist er nicht so boshaft, wie ich dachte. Vielleicht will er einfach spielen. Vielleicht hat er keine Freunde. Alles möglich. Verrostetes Waffenamulett. Scheint ein Artefakt zu sein. Das sollte ich an der Oberfläche identifizieren. Jo, Auftrag abgeschlossen, Rückkehr des Tintenfischs. Schön, das hätten wir. Jetzt gucken wir mal, was die Guschels da machen. Ne, da kommt man natürlich nicht durch. Ja, klasse. Dann gehen wir außen rum. Sehr schön. Also eigentlich nicht sehr schön, eigentlich ein bisschen doof. Müssen wir hier durch. Machen wir auf hier. Klopf, klopf. Ich bin's da. Ich bin's da. Gehen wir auf Zeide. Du, hör auf. Kriminell. Sehr kriminell. Und der Druck hier unten ist auch arg bescheiden. Ich kann hier eigentlich gar nicht wirklich tauchen. Noch weiter unten ist noch gefährlicher. Oh, du bist zurück, Mensch. Ich hatte schon Angst, du wärst auf dem Rückweg von einem Kragenhai gefressen worden. Sie redet wie jemand, den ich kenne. Ich denke, ich werde den Pfahl rausziehen können, wenn ich die Taucherhandschuhe von Dr. Bacon benutze, der an Land lebt. Bacon? In unserer Sprache klingt der Name wie verdorbenes Walfleisch. okay. Warte einen Augenblick. Lass mich versuchen, daran zu ziehen. Ja, lass mich mal ein bisschen dran rumzupfen, bitte. Warum auch nicht? Ziehen wir mal an dem Ding. Ist das das, was wir ziehen müssen? Da habe ich jetzt Glück gehabt. Puh. Achtung, auf Zeide bitte. Alle weg da unten. Oh. Ups. Bisschen was kaputt gemacht. Wirkungsvoll, aber nicht effektiv genug. Hm. Ich denke, ein weiterer Versuch könnte genügen. Mensch, da drüben ist noch ein weiterer Felshaufen. Ja, probieren wir es. Dort drüben gibt es nichts Bewegliches. Ich muss erst nachsehen. Jetzt darf ich auch noch da durchtauchen. Und auf der anderen Seite ist dann wahrscheinlich das Ding. Ich habe es ja schon aufflackern sehen. Das ist ja sehr geil wieder. Tendiert eher zu null. Hm, auf dieser Seite kann man nichts machen. Ich muss versuchen, hinten rum zu gehen. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn es gleich geklappt hätte. Ne? So, ihr lasst mich bloß in Ruhe, ich sag's euch. Nicht explodieren, bitte. So, dich packe ich ein. Rippenqualle. Was bist du? Sieht aus wie ein Hai. Nein. Das war knapp. Sehr knapp. Ich komme nicht dran. Komm mal her jetzt hier. So eine Nervensäge. Ich will dich doch fangen. Ergib dich. Freiwillig. Sonst sorge ich dafür, dass du dich ergibst. Ho. So, den hätten wir, oder? Zigarrenhai. So schaut er aus. Oh nee, die Qual. Oh nö. Hören Sie auf.
Ich bin überlastet. Was wiegen die denn alle? 7 Kilo die Qualle. Willst du mich komplett rollen? Ja, Geilomat. Lass mich in Ruhe. Hau ab, du. Ich sag's dir. Knilch. Die muss auf jeden Fall weg. Die will explodieren. Die ist explodiert. Oh Mann, ey. Ich habe ein bisschen Angst. Aber nur ein bisschen. Wir leben gefährlich hier in diesen Gewässern. Ich sag's euch. Übel. So. Bisschen Sauerstoff tanken muss auch mal sein. Bisschen dodgy dodgy mit unserem Steuerung links Spezialfähigkeiten Gedöns. Von dem ich definitiv nicht den Namen vergessen habe. Doch habe ich deswegen, ja. War ja eigentlich klar. Muss ja sein, ne? Irgendwas muss ich ja immer vergessen. Hör auf, lass mich in Ruhe. Ich habe keine Zeit. Ja, klaro, natürlich. Oh nö. Dodge! Oh Mann, ey. Das ist gar nicht schön. Das ist überhaupt gar nicht schön. 300 Fische gefangen. Jo. Nee, ich will dich nicht mitnehmen. Hör auf. Reicht mal wieder. Was haben wir denn hier? Achso, da brauchen wir eine Spitzhacke für. Okay, habe ich nicht. Habe ich nicht, kann ich mir nicht leisten. Oh Gott. Oh, die hören aber auch nicht auf hier. Na klaro. Zum Glück gibt es hier Sauerstoff, ich sag's euch. Übel, übel, übel. Jetzt muss ich sicher hier rein. Da könnte ich drauf Geld verwetten. Oder Geld drauf verwetten. Und das da hinten gefällt mir schon mal wieder gar nicht. Ja, ich weiß, dass ich überladen bin. Au. Nein. Lassen Sie mich durch. Oh Mann, ey. Ich werde wahnsinnig. Ich sag's euch, ich werde wahnsinnig. Ich will doch nur diesen komischen Ding da rausziehen. Diesen Spieß da. Bin ich jetzt im Kreis gegangen? Nein, das darf jetzt nicht wahr sein. Ach nö. Oh Mann. ärgerlich. Da müssen wir wohl doch hier lang. Ich habe vergessen, von wo ich gekommen bin. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Kann man mal machen. Oh Mann. Okay, hier haben wir Sauerstoff. Das ist schon mal nicht verkehrt. Ja, kritische Tiefe. Habe ich mir fast gedacht. Hier habe ich doch die Felsen gedroppt, oder? Och nö, ich bin komplett okay. Ich bin komplett lost. Ich muss irgendwas loswerden. Das ist mir zu schwer hier. Wie viel müssen wir denn? Einiges. Sehr geil. Dann lassen wir halt mal so eine Qualle hier. Ja, wegwerfen. Wegwerfen. Immer noch drüber. Wegwerfen, wegwerfen. So. Das ist angenehmer, um einiges. Ja. Hätten wir das mal von Anfang an gemacht, dann hätten wir jetzt auch keine Probleme gehabt, da durchzukommen, ne? Ja. Wir reden nicht drüber. Am besten reden wir da gar nicht mehr drüber. Einfach vergessen. Einfach vergessen. Ist am besten. So. Jetzt aber hier hoch. Da sind wir ja auch schon gewesen. Du lass mich mal in Ruhe hier. Du auch. Ich habe keine Zeit für euch. Ihr Knilche. Ich bin verwirrt. Hier liegen Steine. Muss ich da irgendwas damit machen? Hier bin ich gerade runter. Dann gehen wir doch mal hier lang. Hinten ist ein Pfahl. Wenn ich den herausziehe, dann zieh den Pfahl heraus. Ja, ich probier's. Ja, perfekt. Und jetzt aber, Abfahrt. Runter mit dem Steinzeug. Mach auf das Ding. Perfekt. Hat funktioniert, Gott sei Dank.
Wow, Mensch. Gut, da ist unser Weg. Du bist nützlicher, als du aussiehst. Ja, dankeschön. Das Dorf ist ganz in der Nähe. Komm durch das Loch rein, das du gerade geschaffen hast. Ich gehe voraus. Warte, ich kann doch jetzt gehen, oder nicht? Hör dir doch mal selbst zu. Machst du dir keine Sorgen um Ramo? Außerdem habe ich eine Bitte an dich. Also ich möchte, dass du mit uns ins Dorf kommst. In das Dorf des Seevolks? Ich? Ja, es gibt einen Grund, warum ich den ganzen Weg bis zum Menschenmeer zurückgelebt habe. Ich habe eine Bitte. Oh, okay. Okay, ja, dann gehen wir mit. Geh jetzt zur Zufahrtsstraße. Was für eine Zufahrtsstraße überhaupt? Haben die hier irgendwie Autoverkehr? Oder U-Boot-Verkehr oder sowas? Ich weiß es nicht. Es ist übel. Ich kann hier nicht tauchen, ich sag's euch. Jetzt aber hier. Uff, ich krieg hier so richtig gruselige Schwingungen. Ich auch. Was ist denn jetzt los? Oh Gott. Also, etwas hat sich gerade an mir vorbei bewegt. Mensch, geh voran und sei unser Speer. Aber es ist wirklich dunkel. Ich habe das Gefühl, dass dort etwas Gefährliches sein könnte. Ach. Das Gefühl habe ich auch. Ja, ich kann aber auch nicht. Ups. Wenn du gerettet wirst, kannst du nur ein Objekt mitnehmen. Der Tigermakrele, bitte. Ja. Krampf, 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 krampfig. Oh, er schnappt nach Luft, aber böse. Dave, dieses riesige blaue Loch sieht deutlich gefährlicher aus als jeder andere Ort. Pass immer auf dein Sauerstofflevel auf und benutze die Fluchtkapsel, wenn du in Gefahr bist. Ich kann dich retten, wenn du der Sauerstoff ausgeht, aber dann kannst du nur einen Gegenstand mitnehmen, den du gesammelt hast. Ja, ich weiß. Zum ersten Mal Dave von der Schwelle des Todes zurückgeholt. Ja, schön. Schön, schön, schön. Nice. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so schnell geht, dass mir der Sauerstoff ausgeht. Ich dachte, ich hätte noch ein bisschen, um zurückzukommen. Ein mysteriöser Glücksbringer, der vom Tintenfisch zurückgelassen wurde. Vielleicht passiert etwas Cooles, wenn er an deiner Waffe befestigt wird. Erhöht den Basisschaden der Waffe um 15%. Und der Udo ruft an. Oh, du hast ein Foto von etwas mitgebracht. Kann ich mal sehen? Oh, ein Gotteslachs. Ja, da habe ich das sehr professionell geschossen, das Bild. Wusstest du, dass Gotteslachs Warmblüter sind? Oh, ja, das habe ich schon einmal gehört, glaube ich. Haha, schon erstaunlich, dass einige Fischarten Warmblüter sind. Das Meer ist voller Geheimnisse. Ich werde dein Foto an prominenter Stelle platzieren. Unseren Lesern wird es bestimmt gefallen. Okay, mir gefällt es, dass ich Kohle bekommen habe. Es gibt hier mehrere Fotopunkte, also werde ich dich wahrscheinlich wieder um Hilfe bitten. Däumchen. Wahlschreie. Auftrag aktualisiert. Ruf Ellie an. Okay, dann rufen wir halt Ellie an. Ah, Marinka haben wir auch noch was Neues. Genau, der Gotteslachs und die Rippenqualle. War es das? Ne, da ist noch mehr. Was habe ich noch? Ach, Zigarrenhai. Jetzt haben wir es. So, Anrufe. Anrufe, Anrufe, Ellie. Rufen wir die Ellie an hier. Hm? Was passiert hier? Ein Buckelwal ist im blauen Loch aufgetaucht. Ich glaube, er will etwas mitteilen. Ich habe seine Schreie aufgezeichnet. Hör mal. Der sucht Gojira. Kleiner Insider in der Metal-Szene. Hm. Er klingt, als suche er nach seinem Kind. Okay, er sucht sein Kind. Kind? Oh. Ja, sein Kind muss sich hier irgendwo verirrt haben. Willst du mir helfen? Falls du das Schreien eines jungen Wals hören solltest, kannst du mir dann Bescheid sagen? Hm, ja klar, ich könnte das nicht einfach ignorieren. Okay, ich werde mich umhören. Auftrag abgeschlossen, Walschreie. Okay, die Suche nach dem Walkalb. Ja, stabil. Wir gehen jetzt aber noch ein bisschen Sushi kochen. Oder machen. Oder zubereiten. Haben wir auf jeden Fall nötig. Obwohl, wir können gar nicht, oder? Nee, können wir nicht. Es ist ja Mittag. Ja, dann müssen wir wieder so langsam auf Tauchstation gehen hier. Wir gehen jetzt noch schnell in die Fischfarm. Und schauen mal da rein, was hier so abgeht. Neu, 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 neu. Alles neu. Ja, hier sind wieder Fischeier drin. Was haben wir eigentlich hier? Nix, ne? Ach so, das muss ich bei ihm kaufen, stimmt. Ja, lassen wir mal so. Wir gehen jetzt auf... nee, stopp. Wir müssen kurz mit ihm reden.
Shop. Offene Fischfläche. Ja. Nachtfische. Nee. Damit auch Fische, die in der Tiefe gedeint, gezüchtet werden. Oh je, oh je, oh je. 1000. Ja, ich glaube, das habe ich mich letztes Mal schon ein bisschen drüber aufgeregt. Das wird es definitiv ein bisschen zu teuer ist. Aber halt nur ein bisschen. 1000 ist schon viel in diesem Spiel. Muss man ganz ehrlich zugeben. Das ist schon übel. So. Schusswaffe. Ist es da das Ding dran? Ich weiß nicht. Achso, ich wollte noch in den Eidiver reingucken, genau. Ja, Taucheranzug für 1000. Ist alles so teuer. Das ist alles so teuer hier. Übel. Bei EcoWatcher noch was Neues? Auch nicht. Cool. Ja, liebe Leute. Für noch einen Tauchgang reicht es nicht, sonst überziehen wir das Video. Ich habe heute leider nicht so viel Zeit, aber ich wollte unbedingt Dave's Diver aufnehmen, damit ich keinen Ausfall habe. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für euren Support. Ihr seid die megamäßig allergeilsten Menschen, die es gibt. Ich hoffe, ihr bleibt so geil, da werdet noch geiler, einfach jeden Tag ein Ticken geiler werden. Ihr wisst Bescheid, es würde mich megamäßig freuen. Würde mich auch freuen, wenn ihr mal den Kanal auschecken würdet. Vielleicht findet ihr da noch was anderes, was euch interessiert. Ist aber alles freiwillig. Ich bin raus, ich wünsche euch eine megamäßig geile Zeit. Wir hören uns. Ciao, ciao.